Großstädten gibt es ständig neue Möglichkeiten, um von A nach B zu kommen. Der neueste Trend? Ridesharing-Taxis. Und die funktionieren so. Man bestellt sich ein Taxi über eine App. Die Anbieter heißen Bärkönig, Moja oder Clever Shuttle. Das Taxi teilt man sich mit anderen Fahrern, die in die gleiche Richtung wollen. Das macht die Fahrt billiger. Es ist also eigentlich wie ein ganz normales Taxi, nur dass man es sich mit fremden Leuten teilt. Man kommt also mit wildfremden Leuten zusammen. Das heißt, es werden auch neue soziale Räume geschaffen. Mit fremden Leuten in einem Taxi sitzen, das ist für viele Leute ungewohnt. Die meisten wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Darf man was essen? Muss man vielleicht sogar Hallo sagen? Gilt man sonst als unhöflich? Zieht man sich die Schuhe aus? Das werde ich heute testen und einen Knigge für Sammeltaxis erstellen. Dafür habe ich ein Ridesharing-Taxi mit versteckten Kameras ausstatten lassen. Ich kann das natürlich nicht machen, weil ich unendlich prominent bin in diesem Land. Also brauche ich jemanden, der vielen Menschen auch egal ist. Und so einen habe ich hier, Jakob Lund. Morgen. Das ist jetzt hier gleich ein ganz normaler Betrieb. Hier steigen ganz normale Kunden zu und du sitzt halt immer schon drin. Also ich gehe da in das Auto da hinten, dann sehe ich dich und ich höre dich. Ja. Du hörst mich über den Knopf im Ohr. Ich habe den ganzen Morgen schon so Magenschmerzen. Weil ich weiß einfach, wenn du an so einem Funkgerät bist und ich so einen Knopf im Ohr, das wird einfach, es artet aus. Es soll einfach dazu dienen, mich bloßzustellen. Es geht hier nicht ums Entwürdigen oder Vorführen von dir, sondern es geht darum, die Grenze zu kennen, indem wir sie überschreiten und zu merken, oha, das würde man in echt nicht machen. Das wissen wir jetzt. Tschüss. Tschüss. Weißt du, manchmal ist es auch schön, neue Leute kennenzulernen. In deinem Alter lernt man ja kaum noch neue Leute kennen. Denkt ich man will immer so, auch keine neuen Leute kennenlernen. Ja. Ich habe 4 Freunde, das reicht. Und was, wenn jetzt einer von denen zum Beispiel überfahren wird vom Bus? Dann habe ich 3 Freunde, reicht auch. Mach dir doch selbst nicht so schlechte Laune. Ich verstehe gar nicht, wie man sich... Was könnte denn zu guter Laune führen? Gib doch mal Begrüßung. Sag doch mal so freundlich, aber auch, sagen wir mal, mit der nötigen Distanz mal Hallo. Ja. Hallo. So komisch? Ja, ich würde halt eher so... Hallo. Ja, ist das schon ganz gut. Guck so ein bisschen neutral freundlich, ja? Guck jetzt nicht direkt so... Wie, haben wir jetzt schon eine Fahrt drin, oder was? Ja, es, natürlich, wenn er jetzt losfährt, da sind ständig Leute. Oh. So, guck mal, da ist einer. Hallo. 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 So, Jakob, jetzt müssen wir mal gucken, wie man das mit der Gemütlichkeit so gut hinkriegt, ne? Was darf man nicht? Aber wie reagiert er, wenn du jetzt die Schuhe ausziehst? Dann zieh ruhig mal die Schuhe aus, bitte. Stört sich das, wenn ich die Schuhe ausziehe? Es stört sich, wenn ich die Schuhe ausziehe. Stört sich das? Nicht unbedingt. Alles gut. Bequemer. Die Socken ziehe ich auch mal aus. Jetzt einfach noch bequemer, wenn ich die auch noch ausziehe. Bequemer geht's ja gar nicht, als wenn ich die Socken auch noch ausziehe. Ich ziehe die Socken auch noch aus. Es geht praktisch ja nicht bequemer. Richtig schön. So, pass auf, da ist schon die nächste. Hallo. Hallo, hier ist alles ganz normal. Komm rein. Hier ist alles ganz normal. Komm rein. Telefonier doch auch mal. Was habt ihr jetzt gestern? Wir wollen jetzt mal rausfinden, wie das ist mit dem Telefonieren. Das ist ja auch gerade in der Bahn immer ein Streitthema. Wo darf man telefonieren, wo lieber nicht. Jetzt fangen wir ganz leise an mal mit dem Telefonieren und gucken mal, wie es weitergeht. Also Flüstern ist jetzt praktisch die Lautstärke 0. Die hältst du jetzt kurz, ja? Okay. Ja, wir ist ja wieder ein dichter Verkehr heute. Jetzt machst du Lautstärke 1 mal. Ich bin's. Lautstärke 3, 4, 5, so ein bisschen hoch, Petern. Ja, vielleicht können wir dann noch mal einen Kaffee trinken. Das müssen wir dann schauen. Und jetzt ein Lachen in Lautstärke 16. Das gibt's ja gar nicht. Lass mal Lachen in Lautstärke 16 und dann danach in Lautstärke 16 weiterreden. Das ist nicht zu fassen. Ich hab noch ein Meeting. Ja. Muss ich dann schauen, ob das alles so klappt. Ja. Das macht mir so viel Spaß.
so bescheuert. Jetzt flüster mal und sag, oh, ich glaube, ich muss hier leise sein. Hier ist so eine Frau, die ist schon ganz schön angepisst auf mich. Du, ich glaube, ich muss jetzt hier ein bisschen leise sein, weil hier ist eine Frau eingestiegen. Und die ist schon richtig angepisst. Jetzt Lautstärke 8. Ja, ja, es gibt ja wirklich Leute, denen ist ja alles egal. Ne? Ja, ja, na, es gibt schon Leute, denen ist wirklich alles egal. Und die benehmen sich hier, als wären sie hier zu Hause. Und die benehmen sich hier, als wären sie hier zu Hause. Reden Sie aber ganz schön laut. Reden Sie aber ganz schön laut. Bitte mal, ich muss mal auflegen. Ich muss mal auflegen. Entschuldigung, ich habe Sie gerade nicht verstanden. Was gibt's? Was haben Sie gesagt? Sie haben jetzt ein bisschen laut geredet. Das ist, glaube ich, der Hammer. Ja, ja, ja. Und jetzt huste man, sagt dabei Arschloch. Mach's mal. Arschloch! Jetzt hast du sie vergrault, jetzt sind beide weg. Oh, ich brauche eine Pause. Ja, okay, wir machen eine kurze Pause, dann kommst du kurz zu mir, ne? Nee, ich kann nicht mehr. Du machst das so richtig gut. Ich will einfach gerne mal auch von allen hier zu wissen. Welche Erkenntnisse haben wir jetzt bereits gewonnen? Nein, wir haben eine Menge Erkenntnisse jetzt. Man darf laut telefonieren. Man darf laut telefonieren, das ist kein Problem. Man kann schreibt ihr die irgendwie auf oder werden die für die Zuschauer zusammengefasst? Schreiben wir nicht auf, wir filmen das doch alles hier. Was sollen wir denn hier aufschreiben? Was jetzt also Erkenntnis war? Du kannst die Schuhe ausziehen, du kannst telefonieren, du kannst sogar ein bisschen frech sein. Die Leute nehmen es einem nicht übel, das hat ja auch was Verbindendes, weißt du? Also, ja. So, also der Fahrer sagt auf der App, brauche ungefähr 5 Minuten bis zum nächsten Gast. Mhm. Hast du deine Tasche da bei dir? Ja. Soll ich da mal reingucken? Nö. Das ist für später. Was ich mal interessant fände zu wissen, ob man sich in so einem Sammeltaxi so einen gemütlichen Fernsehabend machen kann, ohne dass das die anderen stört jetzt. Also, dass man da jetzt auch so gestört wird, wenn man das macht. Hi, Doppelkuckuck. Hi, Doppelkuckuck. Dankeschön. Ich bin hauptberuflich Anschnaller. Ich bin hauptberuflich Anschnaller. Ah, okay. Du sitzt also immer hier drin und schneidest die Leute. Genau, ich schneide die Leute an. Cool. Guck mal da in deine Tasche da rein. Siehst du irgendwo so eine Decke? Muss jetzt mal einen richtig schönen gemütlichen Fernsehabend mal machen. Dann vielleicht einfach mal die Decke nehmen und dir das so ein bisschen gemütlich machen. Ich hole mir mal so eine Decke hier. Das hoffe ich stört dich nicht. Ich hole mir mal hier so eine Decke. Ich hoffe, das stört dich nicht. Dann kriege ich hier immer so leicht Zug an der Beine. Wir sind kalt und Zug heute. Kalter Tag. Nee, ich bin ja auch ganz normaler Mitfahrer hier. Es war ja nur Quatsch mit dem Anschnaller. Es war ja nur Quatsch mit dem Anschnaller. Es war nur ein Scherz. Ach so. So, da hast du dann noch einen Laptop. So, und da aus dem Laptop hast du Terminator 3 drauf. Kannst du dir angucken, schön gemütlichen Fernsehabend. Kennst du Terminator 3? Kennst du Terminator 3? Ja, also ich hab's nicht geguckt, aber... Ja, so guck ich jetzt. Guck ich jetzt. Okay. So, jetzt kannst du da mal in deine Tasche reingucken, da ist irgendwo ein Lachs. Hol dir den mal. Da ist ein Lachs in deiner Tasche. Und da ist noch so ein Flambierer. Und eine Pfanne ist da auch. Du kannst den Lachs in die Pfanne reinmachen. Jetzt hast du da irgendwie so einen Flambierer, damit musst du unten das heiß machen, bitte. Hä? Alles gut, brauchst du keinen Stress machen. Ich mach bloß ein bisschen Lachs hier. Mach dir keinen Stress, ich will mal ein bisschen Lachs. Kannst auch was abhaben, wenn du willst. Du darfst aber mitessen. Nee, danke. Wie heißt du denn eigentlich? Wie heißt du denn eigentlich? Therese. Wie bitte? Therese. Therese, ja. Ich heiße auch Therese. Ich heiße auch Therese. Das ist witzig, ne? Das ist ja, total. Wir haben noch das Kasperle da drin, damit du nicht eins alleine essen musst. Hol mal das Kasperle aus der Tasche, bitte. Das kannst du jetzt aber nicht essen. Aber du musst ja nicht mitessen. Nee, danke. Ich kenne auch noch andere Leute.
kenne auch noch andere Leute. Kasperle, willst du mit essen? Kommen die alle hier noch mit dazu? Hast du die schon angerufen oder wie? Kasperle, möchtest du mit essen? Ja, gerne. Ja, gerne. Papa, wer ist die Frau? Papa, wer ist die Frau? Frag die doch selber, wer sie ist. Frag die mal ruhig selber, wer die ist. Ich trau mich aber nicht. Die sieht so gemein aus. Na, also Kasperle, das sagt man aber nicht. Na, also Kasperle, das sagt man aber nicht. Naja, wenn du das so meinst, ist auch ein bisschen Geschmackssache, ne? Ja, wenn du das so meinst, ein bisschen Geschmackssache alles. Aber jetzt hör doch mal auf, Kasperle. Also wirklich, das ist schon nicht besonders charmant. Nur entschuldigst du dich mal bei der Frau, die heißt Therese. Das ist aber nicht charmant. Nur entschuldige dich mal bei der Frau, die heißt nämlich Therese. So wie du, Papa? So wie du, Papa? Ja, genau wie ich. Ist ein witziger Zufall, ne? Ganz genau wie ich. Das ist nämlich ein großer Zufall. Ja, entschuldige, Therese, der ist ein bisschen... Entschuldige, frech, ja. Therese, der ist frech. Der ist frech, der Kasper. Alles ganz normal. Alles gut. Danke für die Fahrt. Tschüss, Therese. Tschüss, Therese. Ja. Du bist ein richtiger Kumpel. Tschüss. Du bist ein richtiger Kumpel. Tschüss. Na dann. Tschüss. Viel Spaß noch. Ja, bis bald. Tschüss. Nimm dir noch ein Stück Lachs mit. Nimm dir noch ein Stück Lachs mit. Nein, soll die nicht. Danke, danke. Nein, soll die mein Lachs. Nimm das weg. Ah, da kommt jemand. Hallo. Okay. Kuckuck. Kuckuck. Familie Friedrichstraße. Bist du alleine? Ja. Guckst du mal in deine Tasche da? Da sind so ein paar so Perücken drin. Und zwar ist jetzt wichtig, dass wir mal testen, ob das andere Fahrgäste stört, wenn man sich verschiedene Perücken aufsetzt und dann so Selfies macht. Ob das stört. Wir wollen testen, ob das stört. Also die anderen Leute, die stört. Weißt du, damit man mal weiß, wenn ich ein paar Perücken dabei habe und ich will Selfies machen, ist das okay in so einem Sammeltaxi oder mache ich das lieber zu Hause so? Das ist für die Leute, dass sie das wissen. So, jetzt hol mal dein Handy raus. Dann sagst du zu ihr, nicht, dass du Angst hast, dass ich Fotos von dir mache. Ich mache nur ein paar Fotos von mir. Sag mal eben zu ihr, dass sie das weiß. Nicht, dass du Angst hast, dass ich jetzt Fotos von dir mache. Ich mache selber jetzt hier nur ein paar Selfies. Okay. Na, dann mal recht freundlich. Nächste Verrückte. Nächste Verrückte, bitte. Ich mache noch ein paar andere Fotos. Ich habe das Gefühl, die eine war noch nicht frech genug. Ich hatte jetzt das Gefühl, dass die eben gar nicht so frech genug war. Das könnte jetzt eher... Ja, die hat schon was auf jeden Fall. Das, Ausdrucksstärke haben. Das kann man nur machen, wenn man irgendwie ein schönes Gesicht hat, ne? Ja, aber das kann man wirklich nur machen, wenn man auch ein schönes Gesicht hat, dann. Wenn man da so praktisch so drauf hinweist, guck mal hier, jetzt komm ich. Wenn man da so drauf hinweist, guck mal hier, jetzt komm ich. Naja, ich hab noch eine. Ich hab noch eine. Ah. Oh ja, okay. Okay, ich mach mal ein paar Selfies. Mach mal ein paar Selfies, ne? Ja. Für Instagram. Wo musst du noch hin? Wo musst du noch hin heute? Ich habe noch Uni und ein bisschen. Ja, ich habe auch noch Uni. Ja, ich habe auch noch Uni. Ja. Ich bin Professor. Ich bin Professor. Ich bin Professor. Okay. Oh, ich habe viele Hobbys. Ich habe viele Hobbys. Internet. Ja. Internet. Butter. Internet. Hm. Butter. Bofrost. Bofrost noch. Bofrost. Ja, oder Eismann. Halt, Eismann. Wer halt kann. Ne? Wer halt kann. Ist mir egal, ich rufe mal an. Sag. Ist mir egal. Kannst du heute Bofrost? Ich rufe an, kannst du heute Bofrost? Sagt der nee, ruf ich bei Eismann sagt an. Sagt der nee, dann rufe ich wiederum beim Eismann an. Bestell ich mir Benjamin Blümchen-Torte. Bestell ich mir Benjamin Blümchen-Torte. Dann setz mal ruhig die Mütze da wieder ab. So, jetzt bin ich wieder der normale Jakob. Jetzt bin ich wieder der normale Jakob. Danke dir für die Mitfahrt. Tschüss, hat Spaß gemacht mit dir. Tschüss, hat Spaß gemacht. Ja,
Tschüss, alles cool, danke, ciao. Tschüss, alles cool. Ciao. Danke, ciao. Super getestet, alles sehr gut getestet. Was haben wir jetzt rausgefunden? Was haben wir jetzt rausgefunden? Dass man ruhig plaudern kann und dass halt auch Leute, die sagen wir mal, spezielle Art haben, auch akzeptiert werden. Wer ich eine spezielle Art habe? Ja, total. Es gibt eine Toleranz auch im öffentlichen Raum. Es sollen sich alle da trauen, auch Minderheiten, auch Verrückte. Alle dürfen da mitfahren. Und das muss man erst mal rausfinden, ob sagen wir mal, Diskriminierung stattfindet oder ob auch so Leute wie du da mitmachen halt. Und was haben wir jetzt rausgefunden, als ich die Perücken anhatte? Toleranz gegenüber Menschen, die sich mal witzig verkleiden wollen. Jakob, wir machen jetzt, damit du das alles hast, jetzt kommt eine Grafik, wo nochmal alle Erkenntnisse aufgelistet werden. Jetzt kommt eine richtige Grafik wie in einem normalen Testing. Man kann eigentlich im Prinzip alles Mögliche machen, was man so machen möchte. Also ich finde, die Leute sind erstaunlich tolerant gegenüber Menschen, die da mitfahren mit so einem Sammeltaxi. Ja. Wir haben alles getestet und es ist wirklich eine tolle neue Möglichkeit, mobil unterwegs zu sein. Dank der Hilfe von Jakob. Oh Mann, ey. Kann man ja so beleidigt sein. Haben nur Späßchen gemacht. Hier ist das Büro. Tschüss. Ja.